bist erst einmal dabei beim Aktien-Roundtable, oder? Ja, richtig, ja. Aber ich habe mich schon ein bisschen vertraut gemacht in der Vergangenheit. Ich weiß ungefähr, glaube ich, das Konzept von dir und habe ein paar Unterlagen und Videos angeschaut. Also ich bin nicht ganz neu. Ich kenne es ein bisschen, ja. Ja, ist gut. Super. Also dann, was ich im Prinzip mache, ich verwende unser System, um meine eigenen Aktienkäufe zu machen, Aktienverkäufe zu machen. Und ich habe jetzt angefangen, das eigentlich immer über die Videos zu dokumentieren, damit es den Leuten hilft, zu verstehen, wie man die Ränge anwenden kann. Es ist ja nicht so, dass die Ränge im Prinzip das A und O sind, oder? Und man muss dann nicht mehr denken, sondern es braucht immer noch Interpretation, auch von einem Rang, so wie wir rechnen. Wie weit willst du, dass ich vielleicht da eine Einführung mache zum Konzept? Hast du eine konkrete Frage? Wie soll man vorgehen? Ja, also vielleicht die konkreten Fragen, die ich habe, hängen auch zusammen mit meiner aktuellen oder unserer aktuellen Situation. Wir stehen eigentlich relativ kurz vor der Pensionierung, also Zeitraum von irgendwie 12 bis 24 Monaten. Okay. Wir haben jetzt gewisse Abklärungen auch getroffen bereits schon. Und sag mal, die konkreteste Frage ist eigentlich die, inwiefern siehst du den Unterschied zwischen einem Konzept, das zum Beispiel das VZ anbietet, mit der Option, dass man dort eigentlich ein Mandat geben kann im VZ, oder so das Konzept von zwei Welten vom Wellershoff und das Ganze verglichen jetzt mit Team Approach? Also das sind ja drei verschiedene Approaches, also was sich im Angebot unterscheidet. Also VZ ist ein bietet an, dass sie das Vermögen verwaltet für dich, indem sie dafür eine Kommission überkommen. Wie sie dann das verwaltet, tut man miteinander abmachen. Man macht eine Strategie und dann tun die aufgrund von der Strategie festlegen, welche Aktien man sollte kaufen und verkaufen. Bei Wellershof, bei zwei ist es so, dass sie nicht Vermögensverwaltung für dich übernehmen, sondern dir helfen, den Vermögensverwalter wie zum Beispiel die VZ auszuwählen und dann schauen, wie gut macht es der Vermögensverwalter. Das ist dann der Beitrag von zwei. Beide helfen bei der Planung auch, also bei der Erarbeitung von der Strategie für dein Vermögen. Das macht sowohl zwei wie auch der VZ, unabhängig von den anderen Mandaten, die dann laufend sind. Und bei uns ist es so, dass wir die Dokumentation, die es braucht, um zu planen und Strategie festzulegen, online tun. Ich kann auch gerne konkret in einer Situation bei einer Anlagestrategie beraten. Das ist ja außerhalb vom regulierten Bereich. Wenn es aber dann um die Umsetzung geht, überlassen wir alles am Nutzer selber. Also wir würden nicht dir eine Empfehlung machen, was du jetzt für Aktien sollst kaufen oder verkaufen in einer bestimmten Situation. Sondern das Einzige, was ich mache, ich zeige, was ich kaufe und verkaufe. Das ist aber keine Empfehlung, das ist nur im Prinzip eine Orientierung, was ich mache. Ja. Also es sind drei komplett verschiedene Sachen. Zwei ist nur ein Vermögensplaner, vielleicht noch Controller. VZ ist ein Vermögensverwalter und wir sind primär ein Informationsanbieter. Okay. Also das heißt, der größte geforderte Selbstständigkeit wäre eigentlich, wenn man es mit dir würde machen. Du kannst einem Tipps geben und beraten und alles andere würde ich selber machen. Ja, genau. Ich habe auch vermögende Kunden schon gehabt, die mich ab und zu getroffen haben, zum diskutieren, was sie jetzt machen mit diesen Aktien. Aber in den meisten Fällen will ich mich dort sehr stark zurückhalten, auch bezüglich Empfehlungen. Das macht zwei übrigens auch. Zwei gibt auch keine Empfehlungen raus. In den meisten Fällen hört das nach zwei, drei Mal auf, weil dann versteht man meine Philosophie, oder? Weil man hat es in verschiedenen Fällen angeschaut und man tut sie dann im Prinzip selber weiterpflegen. Ja. Also das ist wirklich ganz ein anderes. Ist im Prinzip eine Vermögensverwaltung, ohne dass das Vermögen verwaltet wird, oder? Ja. Ja, es ist wirklich die Idee, Tools in die Hand zu geben vom Anleger, die helfen, die Vermögensverwaltung selber zu machen und wo der Anleger eher dort anführt, das vernünftig zu machen, langfristig. Ja. Also aus dem Grund tue ich jetzt zum Beispiel auch kein Momentum-Informationen anbieten.
oder wo man im Prinzip wo behauptet, Momentum behauptet immer, es ist gerade ein guter Augenblick, weil die Aktien sind gerade mehr gefallen, als sie in der Vergangenheit gestiegen sind oder was immer. Und dann nachher muss der Momentum vom Aktienkurs eine Anlageempfehlung ableiten. Und das ist etwas, was sehr kurzfristig ist und ich deshalb gar nicht in das System aufgenommen habe. Und eben von den Kosten her, denke ich, unterscheidet sich es natürlich schon auch. Also wenn ich das richtig verstanden habe, im VZ-Tritt reden wir irgendwie von einem Prozentsatz vom Gesamtvolumen, wo dann Kosten resultiert. Und in deinen Videos machst du immer den Vergleich, dass man eigentlich eben die Kosten, jetzt primär eben, wenn man es mit den Hausbanken macht, dass man die Kosten oder dass man mit den anfallenden Kosten eigentlich ganz schöne Autos könnte kaufen. Ja, genau, so kann man es auch formulieren, oder? Muss es ja auch den Leuten eindringlich machen. Es ist in der Regel ein kleiner Prozentbetrag, oder? Vielleicht 0,5%, vielleicht 1% im schlimmsten Fall. Bei einem günstigen Anbieter, bei einem teuren Anbieter kann es natürlich auch 2-3% sein, aber bei einem günstigen Anbieter ist es zwischen 0,5 und 1% Größenordnung. Und dann denkt man ja, das ist ja nichts und vergisst dabei, dass man das Prozent 20 bis 30 Mal zahlt, oder? Ja, Jedes genau. Jahr zahlt man es von neuem. Ja. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann nachher ist es dann eben doch ein großer Prozentsatz und am Schluss fehlen einem dann 20 bis 30%. Ja. Es kann auch 100, es kann auch 50% sein. Und wenn du natürlich 1 Million sparst und 50% dir fehlt, oder? Dann nachher ist das viel Geld. Das wäre jetzt ein krasser Fall, oder? Aber Ja. was fehlt der 20% von 1 Million, ist es immer noch 200.000 Franken. Ja. Ja. Und selbst Leute, die wenig sparen, die vielleicht einmal auf 200.000 kommen, nach 20 Jahren sparen, das gibt es auch. Auch dort tut dann natürlich 20% sehr weh. Oder? Das sind Ja. 50.000 Franken. Und wenn man nur 200.000 Franken hat zum Zeitpunkt, wo man sich pensionieren lässt, dann ist das, muss man wirklich jeden Franken umdrehen. Und darum empfehle ich eigentlich, ich empfehle eigentlich, das selber zu machen, um die Kosten zu sparen, einerseits. Andererseits aber auch, da ich nicht daran glaube, dass die das wirklich besser können machen, als man das selber kann machen, haben wir ein paar wenige Regeln verfolgt. Also der VZ zum Beispiel empfiehlt dir meistens als einfachste Variante einen Indexfonds zu kaufen. Und wenn ein VZ einen Indexfonds empfiehlt, dann kann man auch ganz so gut einfach da die Aktie kaufen. Da muss man ja nichts wissen. Das ist, oder? Ein Indexfonds ist ja auch blind, jede Aktie investieren. Das kann man auch privat. Für das muss man kein Vermögensverwaltungsfee zahlen. Und sobald, ja, und sobald dann die Vermögensverwalter weggehen von so etwas einfachem, relativ replizierendem vom Markt, bewegen sie sich auf sehr glattes Eis. Das habe ich auch in mehreren Videos dann dargestellt, dass sie einen massiven Interessenkonflikt haben, wirklich für dieses Geld auch gut zu sorgen. Eben, also ich glaube, wenn man halt die Selbstverantwortung übernimmt, dann kann man auf der einen Seite kann man sicher potenziell Geld sparen, auf der anderen Seite ist es ja, jetzt für mich immer die Frage, eben, wie stark will und kann ich mich überhaupt involvieren und wie wichtig ist halt eben auch, dass man ja, ruhig kann schlafen und so Faktoren, oder, wo manchmal die Frage ist, ja, manchmal ist es gleich besser, wenn man jemanden hat, der einem das macht. Also. Ja, das ruhig schlafen, das ist wichtig, Hans, ist eigentlich ein ruhig schlafen in Ignorance. Also wenn du dich mit dem Thema befasst, dann kannst du nicht ruhiger schlafen, wenn du das Geld jemand anderem gibst, als wenn du es selber verwaltest. Im Gegenteil. Also wenn du dich sauber damit befasst, musst du davon ausgehen, dass es dir schlechter gehen wird, wenn du das Geld einem professionellen Anleger gibst. Da gibt es verschiedene Gründe. Also einen ist ganz offensichtlich. Der professionelle Anleger kann dir nicht etwas Konträres empfehlen zu der allgemeinen Meinung. Er muss dir eigentlich das empfehlen, was sowieso schon alle gut finden, weil er eben auch zu 50% falsch liegt. Und wenn er das nicht will machen, hat er relativ schnell ein Problem. Weil dann kommst du auf ihn zu und sagst, du hast mir etwas Konträres empfohlen, jetzt ist es schief gegangen, oder was bist denn du für ein Anlageberater? Wenn es schief geht und er hat dir etwas empfohlen, was alle empfohlen haben, wie zum Beispiel jetzt Google kaufen heutzutage, oder? Danach kannst du nicht wirklich zurückgehen zu ihm und einen Vorwurf machen, weil er kann immer sagen, ja, aber ich bin nicht der Einzige, alle anderen haben das auch gekauft. Das heißt, wenn du das Geld einem Profi gibst, dann hast du eine viel größere Gefahr, dass du einen Verlust erleidest aus dem Herdenverhalten der Profis.
Naja. Ja, also das ist meine Meinung. Rein analytisch, also respektive gedacht, ist auch beweisbar übrigens. Also Ökonomen haben das auch x-mal nachgewiesen, dass das so ist. Und aus dem Grund bin ich eigentlich der Meinung, kann man nicht wirklich tief besser schlafen, sondern man ist einfach ignorant der Tatsache gegenüber und schlaft vielleicht deshalb ruhiger. Was es dann aber viel gibt, wenn du das dann wirklich eine Zeit lang machst, dass dann irgendwann früher oder später massiv enttäuscht wirst und dann halt doch wieder eine andere Lösung musst suchen. Ja. Eben, also meine bisherigen Erfahrungen mit dem VZ sind in dem Sinne eben auch ein bisschen gemischt. Also ich habe mir eigentlich am Anfang, wo wir jetzt da eingestiegen sind, in die erste Phase von dieser ganzen Planung, habe ich mir auch erhofft, dass es eigentlich viel mehr zugeschnitten ist auf unsere persönliche Situation. Aber wenn ich manchmal die Dokumentationen anschaue, habe ich den Eindruck, dass es so, ja, Größe noch nicht 80% ist es eine Wiederverwendung von Textbausteinen, wo ganz minim angepasst werden. Und schlussendlich, eigentlich, wenn ich den dort lese, das könnte ich auch, oder habe ich bereits schon gelesen in verschiedenen anderen Ratgeber, Bücher und so weiter. Und insofern bin ich nicht eigentlich hundertprozentig überzeugt, dass sich das wirklich lohnt. Und wenn es dann eben ähnlich wäre in dem Bereich von Anlageberatung, dann muss man auch gleich sagen, wenn man von 1,25% Kommission redet, dann nachher ist auch relativ viel Geld eigentlich. Eben, es ist relativ viel Geld und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der VZ darf dir nicht etwas anderes empfehlen, als was er allen anderen empfiehlt, weil er hat sofort Haftungsproblem. Ja. Also er darf das gar nicht. Also er darf dir eigentlich nur das empfehlen, was man typischerweise jemandem empfiehlt, wo jetzt kurz vor der Pension steht. Und er darf dir genau das ins Portfolio hineinlegen, wo sowieso auch schon ein anderes Portfolio geleitet wird. Also es ist für mich schwer begründbar, dass sie einen Value Added haben, wo über die Administrationstätigkeit hinausgeht. Also es ist ein gewisser Administrationsaufwand natürlich, die Portfolio, die Aktien zu kaufen, aber dass man mehr Geld verlangt und 1,25% ist natürlich viel, oder? Wenn du 100.000 Franken anleihst, sind das ja schon 1.250 Franken. Ja. Für das kaufen sie vielleicht, machen sie vielleicht 10 Trades, vielleicht am Anfang im ersten Jahr ein bisschen mehr, aber in den nächsten Jahren machen sie vielleicht höchstens 5 Trades, also wenig. Oder? Und für das kommen sie 1.250 Franken rüber. Da muss man sich überlegen, eben, das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag ist ungünstig. Entschuldigung. Jetzt aber sag mal eben zurückzukommen auf deine Dienstleistungen. Was sind eigentlich, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was wären effektiv denn Kosten, wenn man jetzt deine Dienstleistungen würde in Anspruch nehmen? Ja, grundsätzlich keine Kosten. Ich tue einfach Daten anbieten. Ich versuche es jetzt so zu machen, dass man die Daten früher überkommt, wenn man etwas zahlt. Also wir haben das also ein Abonnement, das 12,90 Franken kostet. Und dann hat man die Daten heute eine Woche früher und vielleicht tue ich das ausweiten auf etwa 4 Wochen früher. Das bin ich noch nicht so sicher. Das bin ich noch am Überlegen. Und ich rechtfertige das damit, dass ich auch wirklich keinen Aufwand habe. Also es ist ähnlich wie ein Zeitungsabo. Es ist ähnlich wie ein Zeitungsabo und ich muss einfach schauen, dass ich mit diesen Abonnementausgaben kann, den Betrieb von der Rechnungsleistung, die wir aufgebaut haben, sicherstellen. Und darum habe ich den tiefen Preispunkt. Natürlich, wenn du mit mir persönlich redest und ein persönliches Gespräch willst, dann musst du einfach meine Zeit zahlen. Ja. Und das biete ich an, aber das ist nicht wirklich mein Interesse. Also ich bin nicht ein Berater, sondern ich biete das jetzt vor allem an, am Anfang, wo es einfach darum geht, auch Leute das Know-how zu vermitteln. Oder? Und irgendwann einmal will ich dann, dass das Know-how von anderen Leuten vermittelt wird. Ja. Aber meine Idee ist eigentlich die, dass wir auf dem Internet die Daten zur Verfügung stellen, die ich der Meinung bin, braucht man, um ein vernünftiges, langfristig orientiertes Portfolio zusammenzustellen. Das fängt jetzt an bei den Finanzkennzahlen, da bin ich der Meinung, das muss man einfach da anschauen, oder? Und die Finanzkennzahlen tue ich so darstellen, dass sie möglichst einfach verdaubar sind, nämlich eben als Rang von 0 bis 100. Was man viel, viel schwieriger beurteilen kann und ich deshalb auch nicht darstelle, ist, ob sich die Öffentlichkeit in dieser Firma irrt.
Also wenn eine Firma bei uns zum Beispiel einen guten Value hat, relativ günstig ist im Vergleich zu anderen Firmen, dann kann das gerechtfertigt sein, wenn der Firma das in Zukunft ganz schlecht gehen wird. Und es wäre nicht gerechtfertigt, wenn man davon ausgehen muss, dass der Firma in Zukunft etwa gleich geht wie der andere, typischerweise. Also die Einschätzung von der Zukunft, die mache ich überhaupt nicht, weil da bin ich der Meinung, das ist eine individuelle Meinung, wo der Markt schon die Meinung gegeben hat, was die Zukunft ist von dieser Firma, in dem der Preis festgelegt worden ist. Und wo ich weiß, dass der Preis aus systematischen Überlegungen vermutlich die vernünftigste Annahme sind. Und dass man sich wirklich muss gut überlegen, dass sich da der Markt irrt. Und dann hat man aber eine konträre Meinung. Und wenn es eine konträre Meinung ist, tue ich sie nicht darlegen. Aber ich tue immer zeigen, wo ich, das können wir auch heute machen, ich kann dir das zeigen jetzt nachher gerade anschließend, wo ich der Meinung bin, der Markt irrt sich komplett. Und da gibt es dann auch gute Gründe dafür. Und ich glaube, das hilft einem wirklich, dann auch die richtigen Aktien auszuwählen und sogar eher ein bisschen mehr zu verdienen, als wenn man rein passiv anlegt. Das Zweite, Also was ich. primär vielleicht eine Beurteilung jeweils per aktuellem Stand, also die Faktoren, die man jetzt hat, ohne dass man probiert, zukünftige Aussichten zu bewerten. Ist das richtig? Also was ich messe, ist aktueller Stand und mache das transparent. Und der aktuelle Stand spiegelt immer auch eine Erwartung für die Zukunft. Also der Aktienpreis ist immer, der Aktienpreis oder der Börse ist ja nicht ein objektives Kriterium, wie viel die Firma wert ist, sondern es ist eine Einschätzung von der Zukunft von der Firma. Ja. Und wenn wir jetzt merken, der Aktienpreis ist im Vergleich zu Firmen, die gleich groß sind oder in der gleichen Branche sind, eher hoch, dann bedeutet das, dass der Markt eine Einschätzung hat, dass der Firma in Zukunft besser gehen wird. Vielleicht ein gutes Beispiel ist ja da Tesla, oder? Wo man eigentlich muss sagen, das ist wahrscheinlich eine Projizierung von der erhofften Zukunft im Vergleich zum aktuellen Stand, wo man eigentlich muss sagen, aktuell ist die Firma wahrscheinlich sicher nicht so viel wert, wie der Aktienpreis ist. Genau. Und da habe ich jetzt gerade lustigerweise dazu ein Blog gemacht, der nächste Woche veröffentlicht wird, wo ich diskutiere, ob die Zukunftserwartungen von Tesla noch realistisch sind. Ich kümmere mich überhaupt nicht um den gegenwärtigen Stand. Ich finde, die Firma ist eine sensationelle Firma. Ich habe selber einen Tesla seit 5 Jahren. Also ich bin ein Fan von Tesla. Aber trotzdem muss der Preis, der heute der Börse gezahlt wird, für die Aktie, man kauft ja nicht das Auto, man kauft ja die Aktie, oder? Für die Investition. Der Preis von deren Aktie muss widerspiegeln, was ein Tesla langfristig kann erwirtschaften. Und das tue ich ein bisschen ins Verhältnis setzen zu Toyota, zweitgrößte Firma weltweit, und dann aber auch zu der Volkswagen und zu den anderen paar kleineren, aber immer noch grossen Firmen, Daimler, BMW und General Motors. Und zeigen eigentlich, dass, also ich bin eigentlich der Meinung, das ist kein Geheimnis, dass die Erwartungen sind jenseits von Gut und Böse, wo der Marktpreis drin sind. Und das ist genau die Überlegung, die du musst machen. Oder du musst eigentlich bei jeder Aktie überlegen, gibt es jetzt Aktien, wo die Erwartungen vermutlich zu tief sind. Das heißt, der Preis von der Firma zu tief ist. Und dann, wenn man dort investiert, kann man erwarten, dass das irgendwann einmal korrigiert wird, wenn man sieht, dass man da zu pessimistisch war. Also wenn eine Mehrheit von Marktteilnehmern sehen, dass das zu pessimistisch war. Ich kann das schnell zeigen. Ich mache das schnell. Ich tue da mal meinen Screen share. Ich habe das nämlich gerade lustigerweise zu dem Thema heute aufgearbeitet. Siehst du das Screen vor dir? Also das ist jetzt eine Watchliste bei uns auf dem System. Heißt New Ideas für mich. Und ich habe da ein paar Firmen rausgenommen, wo einen sehr hohen Value-Rang haben. Ein guter Value-Rang heißt, da kommt sehr viel Substanz über, also sehr viel Umsatz, sehr viel Gewinn, sehr viel Mitarbeiter für wenig Geld. Wenn das der Fall ist, heißt das, dieser Firma sollte es in der Zukunft schlecht gehen, weil sonst wäre das nicht gerechtfertigt. Also die müsste sich irgendwie nach unten bewegen, oder? Weil sonst kommt das nicht so billig über.
Und dann jetzt ein paar Firmen, ich habe es jetzt sortiert nach Value, man kann es nicht sortieren nach Branche, sie sind ein bisschen durcheinander. Ich habe jetzt ein paar Firmen rausgenommen, die ich jetzt gefunden habe. Das ist alles wirklich schwer zu argumentieren. Also Hewlett Packard zum Beispiel, ich fange doch an jetzt mit den Autos, die wir gerade vorher diskutiert haben. Also Volkswagen hat den höchsten Value-Rang, das heißt, Volkswagen ist am günstigsten im Vergleich zur Größe, die sie heute haben. BMW ist fast am gleichen Ort. Daimler ist ein bisschen besser, oder? Aber immer noch also unter dem Schnitt der Autohersteller. Und ich muss jetzt sagen, oder, dass die deutschen Autohersteller sollten unterdurchschnittliche, oder? 67, 50 wäre durchschnittlich. Unterdurchschnittlich performen in Zukunft gegenüber allen Autoherstellern weltweit. BMW stark unterdurchschnittlich, Volkswagen auch stark unterdurchschnittlich. Ist Ich für habe eine mich. Frage dazu, also einfach von der Interpretation von dem Begriff Value. Ich habe jetzt immer gemeint, umso höher der Wert für Value, umso besser. Aber das ist eigentlich gerade das Umgekehrte. Umso besser zum Investieren, weil du willst ja eine billige Firma investieren, nicht eine teure. Ja. Oder? Also es ist so gemacht, dass es du richtig interpretierst. Je höher, desto mehr Value. Aber das heißt nicht, dass sie dann mehr kostet. He? Also es ist umgekehrt. Value versteht sich immer als Value ist immer die Frage, wie viel Wert kommt der Investor rüber. Also wenn ich Okay. nach Hewlett Packard gehe und da unten jetzt beim Value-Rang, da Ja. Value-Rang draufklicken, dann haben wir eine Definition von der Value-Investment-Strategie. Also das ist auf der Webseite verlinkt, oder? Und dann nachher siehst du, was die Überlegung ist, wie auch die Value-Kennzahl berechnet wird. Das ist alles da im Detail aufgeführt worden. Und unten dran hast du dann auch noch einen Link zu den anderen Kennzahlen, die wir haben. Ja, okay. Ja, also Value heisst, da kommst du viel über für wenig Geld. Ja. Ist ein guter Value, oder? Wenn du in den Ausverkauf gehst und siehst das Hemd und das ist günstig, dann sagst du super Value. Okay. Und so ist es auch da aufgestellt. Und da bin ich jetzt zum Beispiel der Meinung, ich habe das Gefühl, die Firmen werden unterschätzt. Ich habe bereits BMW-Aktien, also darum kaufe ich die jetzt nicht. Ich bin der Meinung, die Elektromobilität, die so ein bisschen die Story wird sein in den nächsten 10 Jahren, ist eher eine Mobilität noch für den höheren Bereich am Anfang. Das heißt, ich wäre jetzt interessierter an BMW und Daimler als an Volkswagen. Hatte ich gerade schon verloren gehabt, aber jetzt höre ich wieder. Ah, okay, ja, ist gut. Also, ich bin der Meinung, die Elektromobilität, die jetzt ein bisschen die Post abgeht in den nächsten 10 Jahren, würde ich mal schätzen, ist am Anfang zuerst eine Story für teure Autos und nicht für günstige. Und darum finde ich jetzt BMW und Daimler finde ich jetzt interessant. Daimler siehst, wächst auch überdurchschnittlich. Das ist ein wichtiger Hinweis, oder? Also Volkswagen, BMW wächst extrem stark, offenbar aufgrund der neuesten Kennzahlen. Da kann ich auch darauf gehen, wie BMW und kann schauen, von wann, welchem Datum haben wir Kennzahlen drin. Ja. Und du siehst da, aufgrund vom 30. Juni 2020, aufgrund von dem Reporting Date, haben wir die Ränge berechnet. Und zwar mit dem Markt, haben wir sie, das letzte Mal berechnet haben wir es am 16. Oktober. Also wir haben ganz aktuelle Ränge, Wochen alt, mit den aktuellsten Jahresberichtszahlen, also finanziellen Zahlen. Und wenn Kann wir fragen, wie kommen wir eigentlich zu den Daten? die kaufen wir ein. Ja, wir lizenzieren die Daten von den grössten Datenprovider, Standard & Poor's und Okay. Thomson Reuters. Ja. Ja, Ja, die okay. kaufen wir ein. Da sind wir Spezialisten drauf. Das ist übrigens auch das Geschäft, wo wir das Geld verdienen, ist mit diesen Daten. Die Daten tun wir Grosskunden nutzen für Grosskundenprojekte. Und das ist so ein bisschen wie ein Nebenschauspielplatz, dass ich sie auch da brauche, um unsere Methodik zu demonstrieren quasi. Okay, ja. Also entstanden ist das übrigens so, dass ich mir überlegt habe, wie würde ich mein Geld anlegen und ich sehr Ja. unzufrieden bin mit den Möglichkeiten und ich der Meinung bin, dass die Zahlen, die du jetzt da siehst, die ich verwenden würde, oder die ich verwende, also ich habe bis jetzt etwa 80 Aktien gekauft,
Ja. dass die Daten sind, die ich brauche, um können zu entscheiden. Und darum haben wir das gebaut. Ja, okay. Also es ist jetzt eigentlich rund um die Philosophie, die ich habe als Ökonom, wie man muss Kennzahlen auswerten. Ja. Auch als Spezialist, der die Kennzahlen regelmäßig für Grossfirmen auswertet. Und die Grossfirmen sind dann auch Grosskunden bei uns. Also das sind Okay. größere Beträge, und wir auch davon leben können. Okay, ja. Ja, und das ist jetzt mehr so ein Hobby, ehrlich gesagt. Es ist immer noch ein Hobby, es ist jetzt 10 Jahre fast, seitdem ich das mache. Und ich mache es immer noch extrem gern. Aber das sind Ja. eigentlich die Quellen gewesen, wie wir auf das gekommen sind. Mhm. Ja. Und ich würde jetzt aufgrund von dem, ich muss jetzt langsam wieder etwas kaufen. Ich glaube, ich würde aufgrund von der Situation, die ich jetzt angeschaut habe, würde ich eher einen Automobilhersteller kaufen als einen Technologiehersteller. Weil ich auch noch nicht gut in Amerika investieren, nur in Ausnahmefällen. Also ich will in Europa investieren. Und ich finde jetzt, Daimler ist für mich jetzt eine spannende Sache, weil ich BMW schon habe. Was ich vielleicht machen, ist, dass ich BMW aufstocke und zusätzlich Daimler kaufe. Ja, ich denke, ich mache das. Und danach bin ich der Meinung, kaufe ich jetzt zwei Firmen, wo, wenn man dann merkt, dass Tesla nicht so gut geschützt ist gegen Konkurrenten. Also weißt, Google ist ja super geschützt gegen Konkurrenten. Facebook, oder, ist genial geschützt, oder? Die haben einen richtigen Walled Garden, nennt man das ja, sogar Facebook, oder, wo sie niemand reinlässt. Und deshalb können richtig abschöpfen, richtig toll abschöpfen. Ich habe gehört, so ein typischer Facebook-Kunde bringt 120 Franken Revenue pro Jahr, oder? Der Facebook ist enorm viel Geld. Mit Technologie, das Betrieb auf der Plattform kostet vielleicht 2-3 Franken, oder? Also es ist relativ wenig. Und ich bin der Meinung, jetzt, damit, wenn ich jetzt den Tesla anschaue, oder, wo mittlerweile auch Fantasiebewertung hat, haben die viel, viel weniger Schutz als jetzt so ein Technologieprovider. Ja. Also ich bin der Meinung, wenn du ein Elektroauto willst herstellen, bist du nicht, oder kaufen willst, bist du nicht angewiesen, dass das von Tesla kommt. Ja, Wenn du das aber stimmt. willst, ein soziales Netzwerk nutzen, musst du das nehmen, wo halt die Leute drauf sind. Ja. Ja. Ist vom Charakter her ganz anders. Mhm. Da wird man irgendwann mal merken, upsla, man hat das völlig falsch eingeschätzt. Und zu dem Zeitpunkt wird Tesla vermutlich auch rufmäßig leiden, oder? Weil der Aktienpreis wird massiv runtergehen. Und dann wird man sehen, dass eben auch Daimler und BMW spannende Autos auf den Markt können bringen in dem Bereich. Ja. Das ist so meine Vorstellung. Ja. Ja, ich muss sagen, das finde ich eben eigentlich schon gut. Und eben auch, wenn du sagst, die Datenbasis, die ihr habt, habe ich schon den Eindruck, das ist eine seriöse Sache von den Daten her. Da hat man sich etwas überlegt. Und mich interessiert das Thema insgesamt eben eigentlich auch noch. Und darum, eigentlich würde ich gerne selbstständiger etwas machen, weder das irgendjemandem einfach komplett zu übergeben. Und einfach noch nur mal schnell ein anderer konkreter Punkt, wo mir gestern in den Sinn gekommen ist. Ich wohne im Aargau und ganz zufälligerweise ganz in der Nähe von Dotikon und zum Beispiel am Blocher seine Dotikon ES. Da habe ich jetzt auch das Gefühl, dass das ist zwar völlig eine andere Branche, aber sag mal, Pharma, Medizin, da finde ich eben auch, ist sicher etwas, wo sehr gute Möglichkeiten gibt. Aber konkret die Dotikon ES. Wenn ich jetzt über deine Plattform mehr möchte erfahren zu dem, dann nachher, was müsste ich oder was könnte ich machen? Hast du die überhaupt in deinem Portfolio drin oder in deiner Datenbank? Ja, also wie ich das in der Regel mache, ist, ich tue das schnell scheren, wieder, dass du das wieder siehst. Am einfachsten, am schnellsten bist, ist zwar nicht so gut für mich, aber du googlest einfach Dotikon Obermatt, oder? Ah ja. Weil da kommst du die Informationen über, die ich habe über Dotikon, oder? Und dann ist meistens so verstoben, ist dann die Firma aufgeführt, quasi unsere Research dazu. Und da kannst du draufklicken. Da bist du bereits auf der Seite, wo Dotikon aufgeführt ist nach unserer Methode. Ah, super, ja. Genau.
Irgendwann mal, wir sind zum Bauen von einer dynamischen Seite, wo man dann bei uns suchen kann. Also du könntest auch bei uns da suchen. Es gibt auch ein Suchfeld. Ja. Da suchen, das geht auch über Google. Ja. Dann hast du es auch da, oder? Dann siehst Okay. du im Prinzip dort die Icon. Ja. Jetzt zu der Interpretation. Wenn du eine Firma hast, wo wie Dotikon in der Zeitung ist, weil sie es so wahnsinnig gut machen, oder? Die haben ja bei uns in unserem Ranking das Jahr gewonnen. Ah ja. Ja, das sind die Besten. Also wir machen das so CEO-Rankings und da haben die gewonnen. Und was wir messen in den CEO-Rankings, das siehst du da unten, das ist, wie stark wachsen die, oder? Also was haben die für ein Umsatzwachstum, was haben die für ein Gewinnwachstum und was haben sie für ein Aktienrenditewachstum? Und du siehst eigentlich, dass die überall top sind da, 2020, aktuell, oder? Ja. Und dann, wenn das so aussieht, oder, dass die Performance so gut ist, dann nachher kommen sie bei uns in unserem CEO-Ranking zu oben stehen. Also man sieht das auch da, Goldwinner CEO, man kann da bei den Achievements draufklicken und dann sieht man den Markus Blocher mit seiner History, oder? Und der hat 2020 überall Goldmedaille gemacht. Plus Ja. Investment Performance Silbermedaille. Mhm. Und das kommt nachher auch in der Sonntagszeitung. Also ich glaube, das sollte ich sogar finden. Ich weiß nicht, ob ich es auf Publikationen drauf habe, auf der deutschen Seite. Die besten CEOs, das haben wir noch nicht drauf da. Ja, also es ist in der Sonntagszeitung. Dann kommt das jeweils Obermatt. So. Genau, sind alles stille Schaffen. Das war 2019 gewesen, 2020. Nein. Ist lustigerweise nicht drauf. Cash hat darüber geschrieben. Ja, aber das Cash ist nicht so wichtig. Eigentlich ist es in der Sonntagszeitung und offenbar, ich muss noch schauen, ob ich das nicht kann verlinken kann. Das habe ich vergessen. Also gut, dann auf jeden Fall, was ich dir da will sagen, zum Investieren bedeutet das oft, wenn eine Firma so gut ist, dass man viel zahlt für die Aktie, oder? Dass alle eigentlich die Aktie wollen kaufen und dann Ja. kommen sie bei uns einen tiefen Value-Rang über. Das heißt aber nicht, dass es schlechte Aktien ist. Das heißt einfach, es ist eine, wo man viel erwartet. Also man erwartet, dass die Dotikon zu den besten 5% gehört von vergleichbaren Unternehmen. Ja. Erwartet da eine sehr rosige Zukunft. Und im Bereich 5, also wenn du nur noch einen Value Rang hast von 5, dann sind nur noch 5% von den Firmen teurer. Da muss man wirklich sehr, sehr überzeugt sein von dieser Firma. Ich kenne jetzt da zu wenig, ich wüsste jetzt zu wenig drüber. Aber ich kann dir noch sagen, wo das herkommt, Value Matrix. Also im Vergleich zum Umsatz gehört es zu den 10% teuersten Firmen. Im Vergleich zum Gewinn, und das ist jetzt ein Hinweis darauf, dass man Dotikon kaufen kann, sind es durchschnittlich bewertet. Also Gewinnhöhe im Vergleich zum Umsatz ist der Gewinn viel höher als der Umsatz. Also die Dotikon hat eine sehr hohe Wertschöpfung und kann sich offenbar in ihrer Nische sehr gut verteidigen gegen Konkurrenten. Dadurch ist jetzt der Marktpreis gerechtfertigt, eigentlich aufgrund vom Gewinn, den sie erwirtschaftet. Obwohl der Aktienpreis wird als relativ hoch angeschaut. Aber die Summe wäre dann. Also der Aktienpreis im Vergleich zum Gewinn ist nicht relativ hoch, sondern durchschnittlich. Im Vergleich zum Umsatz und im Vergleich zur Dividende ist der Aktienpreis hoch. Okay. Und das führt zu einer Gesamthaftbewertung von 5. Ich würde jetzt sagen, wenn wir Dotikon so gut kennt, dass man beurteilen kann, ob sie Preisdruck bekommen in Zukunft, wo sie heute noch nicht spüren, dann wäre das ein Argument dagegen, wenn man aber der Meinung ist, die können sehr wahrscheinlich ihre Pricing Power können sie aufrechterhalten, dann ist Dotikon eine Aktie, die durchschnittlich bewertet ist. Weil am Schluss ist der Gewinn am wichtigsten. Ja. Also so tue ich die Ränge interpretieren. Ja. Oder indem ich mir überlege, sind die Annahmen
wo da drin sind in der Bewertung. Also ist die Bewertung im Vergleich zum Umsatz, zum Gewinn oder zu investiertem Kapital oder zu Dividenden, ist die vernünftig oder nicht? Dann überlege ich mir, kann das so bleiben oder wird das vielleicht sogar besser? Dann nachher ist das ein guter Grund zum Investieren. Ich habe jetzt zum Beispiel noch an Twitch, kann ich das mal einmal zeigen. Also gut, kann ich dir das nochmal zeigen. Das wäre jetzt Daimler, geht zu der Value Matrix, oder? Jetzt siehst du Daimler Value Matrix da am Schluss. Also Daimler ist im Vergleich zum Umsatz günstiger bewertet, im Vergleich zum Kapital durchschnittlich bewertet und hat eine sehr hohe Dividende. Also im Vergleich zur Dividende ist sie sehr günstig bewertet. Das heißt, der einzige Grund, warum sie momentan nicht höher sind im Value gesamthaft, ist, dass sie momentan nicht so viel Gewinn machen. Und ich würde sagen, das erwarte ich von einer Firma, die in der Krise ist und sich muss neu orientieren, oder? In der Phase kann sie keinen grossen Gewinn zeigen. Das heißt, sie wird immer teuer aussehen im Vergleich zum Gewinn. Wenn sie aber billig ist im Vergleich zum Umsatz ist, oder im Vergleich zum Kapital, ist das schon wieder ein besserer Grund zu investieren. Also ich denke, um den optimalen Nutzen zu ziehen jetzt aus deiner Plattform, ist schon sehr wichtig, dass man genau weiß, wie man eben all das da richtig tut, interpretieren. Genau, und für das habe ich die Mittags-Zoom-Meetings, oder, dass man da kann, im Prinzip Aha. ankommen kann, seine Aktie zeigen und da kann ich im Prinzip erzählen, wenn ich das interpretiere. Und dann Ah, ist meine okay. Erfahrung, geht es nicht länger als 2, 3 Mal und dann weiß ich, was ich sagen Aha. würde. Ja. Ja. Das ist echt die Idee, oder? Ah, okay. Ja, das ist die Ja, Idee. das ist gut, ja. Das ist alles ohne Kosten. Ja, jetzt, das ist jetzt am Anfang auch mal ein bisschen zu hören, was die Leute dazu sagen. Es hat, ja, das ist immer noch mein Hobby. Also das heißt, das geht es noch nicht so lang jetzt. Also, ja, Zoom-Meeting gibt es seit der Pandemie, haben wir angefangen mit Zoom, Aha. vorher haben wir das nicht gemacht. Das war die Idee, dass man sich trifft in einer Bar. Ich habe dazu auch schon Piloten gemacht. Und vor dem habe ich einfach erzählt, was ich mache, damit man aufgrund von diesen Videos kann lernen, wie man das macht. Ja, okay. Das mache ich schon seit 5 Jahren. Also da gibt Ja. es viele Leute, die Videos gelesen haben, jetzt so auch wie du, und die dann mit der Zeit gelernt haben, wie sie können selber Geld investieren. Ja. Ah, das klingt gut, ja. Ja, und sonst, du kommst einfach dazu. Ich werde es wahrscheinlich in Zukunft abwechseln zwischen Freitagmittag und Freitagabend. Ja. Manchmal geht es den Leuten besser am Abend, manchmal besser am Mittag. Okay. Und da kannst du einfach kommen, da können wir konkret am besten kommst du dann gerade mit Ideen, oder? Du kannst sagen, Ja, was würde mich jetzt interessieren. Und was ich sowieso am wärmsten kann empfehlen, ist, wenn du einfach da anfängst mit wenig Geld. Weißt du, dass man ja. viel tut. Du kannst sagen, kannst du einem Jahr sagen, du, ich habe jetzt 5 Aktien gekauft und das geht mir so oft weg, Ja. ich will es jetzt abgeben. Ja. Und es hat nicht viel gekostet, oder? Es hat Ja. viele Gebühren gekostet, weil Rendite hast du ja auf diesen Aktien, oder? Es wird auch noch jemand anders tun und runtergehen. Also, das empfehle ich eigentlich, dass man einfach langsam anfängt. Und eben, die Grundidee ist ja schon, dass man da nicht irgendwie Daytrading macht, sondern dass man eigentlich, wenn man etwas kauft, dass man das langfristig hat, oder? Ja, genau. Also, ich hasse Trade. Also, ich muss dir noch sagen, dass ich das Boot haben will. Ich kann Aktien gekauft, werden Dotcom, erste Internetblase, haben viel Geld verloren, bin auf Indexfonds ausgewichen und habe dann im Verlauf der Zeit gemerkt, dass die Indexfonds ja gar nicht das sind, was ich meine, sind sie. Oder? Das ist ein ganz anderes Zeug drin, als das, was ich eigentlich erwartet habe, sollte drin sein. Und habe dann beschlossen eigentlich, dass ich lieber wette, direkt investieren und habe das System gebaut. Aber ich habe keine Lust zu investieren. Ich habe mich praktisch nicht vorbereitet auf das Meeting jetzt, sondern die Idee ist ein bisschen von meinem Sohn gekommen, der gesagt hat, er hat Daimler gekauft. Und dann habe ich gefunden, jetzt schaue ich das mal an, ob ich das auch wegkaufe. Und ich gebe nicht mehr Zeit aus, als die ich jetzt brauche, um das mit dir zu diskutieren, um zu entscheiden, die Aktie zu kaufen. Sondern ich gehe jetzt nachher ran, ich logge mich in mein System und ich kaufe Daimler. BMW-Aktie vermutlich stocke ich auf und Daimler kaufe ich vermutlich auch. Und dann ist das Ja. erledigt und dann schaue ich das nicht mehr an. Ja.
Ja, da schaue ich nicht mehr an. Also ich, das ist nicht mein Hobby, oder? Also ich programmiere gerne, ich mache gerne Finanzanalyse, ich habe das Privatleben. Aktien traden am Markt finde ich mega dumm, persönlich. Also einfach langweilig. Also es gibt Leute, die finden das faszinierend und ich finde es langweilig. Aber ich habe gemerkt, dass man mit einer Stunde pro Monat Grössenordnung eigentlich gut kann, ein Portfolio bewirtschaften kann. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das eigentlich mehr Spaß macht, als ich gedacht habe. Ja, ich habe jetzt Freude daran, BMW zu kaufen und zu haben. Ich finde das mega spannend, oder? Ich habe mir CS und UBS gekauft im Frühling, oder? Die sind so billig gewesen. Und ich habe gefunden, sie haben so gut gemacht in der Pandemie, oder? Haben die so gut gemacht. Das hat mich so überzeugt. Ich habe die gekauft, es war mega Freude gewesen, dass das jetzt alles gut gegangen ist, das halbe Jahr, oder? Aber genau, was ich da verdient habe und eben sie selber kaufen, das schaue ich nicht an. Wie die Reporter. Ja, da habe ich noch ein paar andere UBS-Aktien in einem Depot, die sind leider mit einem Einstandspreis von etwa 70 Franken immer noch. Ja, die habe ich auch noch. Meine Frau hat für die UBS geschafft lang. Ja, ich eben auch. Ja, die haben wir auch gehabt, aber die haben wir dann irgendwann mal müssen, einfach die haben wir uns getrennt. Aber die haben ein paar Jahre keine gehabt und jetzt sind die ersten UBS-Aktien jetzt wieder gekauft im März, oder? Das hat wirklich Spaß gemacht, das war ein ganz anderes Gefühl gewesen als vorher. Ja, da glaube ich, ja. 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 Okay, Gut, Hans, war also sehr interessant, ja. wünsche dir viel Erfolg beim Investieren und ich hoffe, ich höre dich wieder mal da. Ja, super. Vielen Dank. Okay, bis bald. Danke, ja. Ciao, Herr Malessi. Tschüss.